Damit kommen wir zum nächsten Panel und das ist Best Practice München-Berlin. Und zwar haben wir dazu auch zwei Referentinnen eingeladen aus Berlin, aus der Alice-Salomon-Hochschule. Da haben wir die Frau Professorin Dr. Susanne Gerul. Sie ist Professorin für Theorie und Praxis der sozialen Arbeit. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Gerul. Können Sie Hallo jetzt. und Susanne Ah, Gerul hallo. reicht. Danke. Okay. Genau, damit übergebe ich direkt an Sie, Frau Gerul. Soll ich schon gleich loslegen? Alle wissen, worum es geht. Okay, ja, dann muss ich mal meinen Bildschirm teilen. Ich denke, das sollte funktionieren, wenn ich das hier richtig sehe. Kleinen Augenblick. Das Thema von mir sehen Sie gleich. So, ich hoffe, dass meine Titelfolie zu sehen ist. Es geht um Housing First und ganz konkret sowohl um die Grundprinzipien von Housing First als auch verknüpft mit diesen Prinzipien Erkenntnisse aus den beiden Berliner Modellprojekten. Dazu sage ich auch gleich noch etwas. Ich habe das so strukturiert, dass ich kurz erläutere, was überhaupt Housing First ist. Ich weiß nicht, ob ich damit offene Türen einrenne. Ich habe auch nur eine Folie dazu, die einfach mal dieses Prinzip zeigt, was sich doch sehr von der restlichen Hilfe für wohnungslose Menschen unterscheidet. Und dann möchte ich gerne das Konzept Housing First, was ja in den 90er Jahren in den USA entwickelt wurde, vorstellen. Es gibt acht Prinzipien, da habe ich mir mal aus meiner Sicht die fünf innovativsten Grundprinzipien rausgesucht. Da orientiere ich mich am Housing First Europe Guide von Nicholas Pleas aus England und möchte das dann aber visualisieren mit Zitaten aus Interviews, die ich im Rahmen von den Evaluationen der beiden Modellprojekte in Berlin geführt habe und auch noch führe. Meine letzte Runde nach 3 Jahren wird jetzt nächste Woche sein. Und daran sozusagen gleichzeitig auch zeigen, dass Housing First zumindest hier in Berlin bei den Berliner Modellprojekten tatsächlich wirkt und dass diese Prinzipien auch oder das Einhalten dieser Prinzipien eben auch diesen Erfolg der Projekte ausmachen. Und wie gesagt, ganz zu Beginn für diejenigen, die überlegen, was ist eigentlich Housing First? Also es hat irgendwas mit Wohnungslosigkeit zu tun, das werden die meisten wissen. Die Idee bei Housing First, wie gesagt, entwickelt in den USA, ist, wir warten nicht, bis ein Mensch angeblich von professionellen, ehrenamtlichen, wem auch immer, wohnfähig gemacht wird. Ein schreckliches Wort, wie ich finde, weil jeder Mensch ist wohnfähig, sondern das allererste ist, wer auch immer ich bin, wenn ich wohnungslos bin und das ist dann tatsächlich die Einschränkung. Es geht um Menschen, die besonders in komplexen Notlagen sich befinden, lange auf der Straße waren oder in ähnlich prekären Unterkunftssituationen, die noch nicht im Regelsystem angekommen sind und unterstützt werden und die auch sonst Multiproblemlagen, wie die SozialarbeiterInnen, zu denen ich auch gehöre, so schön aufweisen. Das heißt, es wendet sich auch explizit an Menschen, die beispielsweise psychisch belastet sind, eine Diagnose haben, als psychiatrische Erkrankung und auch von der Straße kommen. Also diejenigen können dann sich bei Housing First anmelden. Und das allererste, was passiert, ist, sie werden mit eigenem Wohnraum versorgt. Also das ist das Grundprinzip. Sie bekommen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum. Das ist ja auch in Deutschland die Definition, wenn ich nicht über mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfüge, mich dort aufhalten kann, dann gelte ich als wohnungslos. Und diese Versorgung mit Wohnraum, die ist dauerhaft mit einem eigenen Mietvertrag und ohne Bedingungen. Das ist sozusagen das Urprinzip von Housing First und bedeutet dann auch, dass es eine Entkopplung gibt von Wohnungsversorgung und der Unterstützung. Aber Housing First meint eben nicht Housing Only. Also es gibt natürlich dann auch ein Unterstützungsangebot. Und Samson Barris, der das also entwickelt hat in den USA, dieses Prinzip, der nennt das dann so, how can I help? Das heißt, nicht wir als SozialarbeiterInnen sagen den Menschen, was sie jetzt tun müssen, damit es ihnen gut geht,
Das erste Problem, gerade bei Menschen zum Beispiel mit Suchterkrankungen, ist ja oft, dass ihnen dann gesagt wird, also erstmal musst du abstinent leben oder deinen Alkohol-Drogenkonsum in den Griff bekommen, sondern wir fragen die Menschen in Housing First-Projekten, was brauchst du an Unterstützung? Das Ganze also ganz individuell und zwar so lange, wie es benötigt wird, so lange, wie es gewünscht wird und die Annahme des Angebots ist nicht verpflichtend. Es kann auch gar keine negative Sanktion erfolgen, denn die Menschen haben einen eigenen Mietvertrag. Und wenn sie sich an die mietvertraglichen Regeln halten, wie alle von uns, die in Mietwohnungen leben, dann haben sie diese Wohnung. Natürlich kann man wegen Eigenbedarf rausfliegen, das ist jetzt ein anderes Thema, aber jedenfalls, es gibt keine Sanktion, du willst nicht mit uns reden oder du trinkst immer noch oder du hast immer noch keinen Kontakt mit deiner Herkunftsfamilie aufgenommen, was wir für sehr wichtig halten. Deswegen musst du diese Wohnung verlassen. Und die Prinzipien werden dann, glaube ich, im Nachfolgenden klar. Und vor allen Dingen, wenn ich das auch anhand dieser Interviewzitate noch mal ein bisschen genauer darstellen kann. Also das allererste Prinzip, auch tatsächlich im Housing First Guide Europe und von Sampson Barris im Original als erstes und wichtigstes Prinzip, ist, dass Wohnen ein Menschenrecht ist. Man muss sich also eine Wohnung nicht erst verdienen, diese berühmte Wohnfähigkeit nachweisen. Es gibt auch keine Erwartung, dass ich mich in eine bestimmte Richtung entwickle, beispielsweise eben an meiner Sucht arbeite oder andere Dinge tue, mir eine Arbeitsstelle suche oder solche Dinge. Und wie gesagt, eine Wohnfähigkeit, ich schreibe das immer in Anführungszeichen, weil ich diesen Begriff schrecklich finde, Menschen zu unterstellen, sie könnten nicht wohnfähig sein, wird nicht überprüft, aber natürlich müssen dieselben Bedingungen erfüllt werden, die an mich, an Sie, an Menschen, die eine Mietwohnung mieten wollen, gestellt werden. Eigentlich sogar weniger, aber vor allen Dingen ganz wichtig, die regelmäßige Mietzahlung muss gesichert sein. Es ist also nicht so, dass der Staat oder eine Stiftung, in dem Fall jedenfalls nicht in Deutschland, einem eine Wohnung stellt und dann wird noch Unterstützung angeboten, sondern es ist eine ganz normale Vermittlung von Wohnraum auf dem Wohnungsmarkt, die dort angestrebt wird und wo dann eben klar sein muss, eine Mietzahlung muss gesichert sein. Und dass das tatsächlich auch in Berlin so funktioniert, zeige ich mal an einem Beispiel vor allen Dingen. Ich habe den einen Sozialarbeiter aus dem einen Modellprojekt, wo es drei Viertel Männer, ein Viertel Platz für Frauen gibt, gefragt, was ist denn die Bedingung, dass Menschen bei euch dann auch in Wohnraum vermittelt werden können. Also sie werden ja schon vorher natürlich ins Projekt aufgenommen und man hilft ihnen dann dabei, aber was müssen sie bringen sozusagen an Unterlagen oder an Voraussetzungen? Und er hat dann gesagt, also es muss dann vorhanden sein, Einkommensnachweise, es sollte eine Schufa da sein, also natürlich überhaupt erstmal ein Auszug aus der Schufa. Es muss ein WBS in der Regel da sein und es muss der endgültige Ausweis da sein. Genau, diese vier Dinge, das sind eigentlich so die wesentlichen Voraussetzungen für die Vermittlung in Wohnraum. Und das klingt so normal und das ist es eben auch und das soll es so sein. Es geht um ganz normale Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt, egal ob das städtische Wohnungsbaugesellschaften sind, Wohnungsgenossenschaften, ob eine Frau Lehmann mit einem Mietshaus sagt, ich möchte das Projekt unterstützen und stelle hier eine Wohnung zur Verfügung für einen Mietvertrag. Das, was jeder Mensch bringen muss, wenn er sie eine Wohnung anmietet, ich musste sogar mit meinem Lebensgefährten noch ein Führungszeugnis bringen, das wird hier also nicht verlangt. Ja, und eine Frau aus dem Housing First Projekt, wir haben ein Projekt in Berlin, was ausschließlich für Frauen reserviert ist, die hat das sehr schön im Interview berichtet, als ich sie gefragt habe, wie hat das denn geklappt mit der Vermittlung ihrer Wohnung? Und dann sagte sie, ich rief dort an, das Projekt ist gemeint, ein paar Tage später war Termin, um sich vorzustellen und ein paar Tage später hieß es gibt eine Wohnung. Und dann habe ich einen Mietvertrag unterschrieben, hinterher habe ich die Wohnung angeguckt, das ist übrigens nicht üblich, das war bei ihr eine besondere Situation und jetzt wohne ich endlich wieder in der Stadt. Also das war eine der ersten Nutzerinnen des Projektes des Sozialdienst katholischer Frauen, die tatsächlich innerhalb von ein paar Tagen sich dort im Projekt gemeldet hat und dann auch sofort einen Mietvertrag abschließen konnte. Sie hatte tatsächlich auch schon ihre ganzen Unterlagen beisammen. Das zweite Prinzip, das heißt Wahlfreiheit und vor allen Dingen Steuerung des Hilfeprozesses durch die NutzerInnen.
Und das ist etwas, was auch oft in der restlichen Wohnungslosenhilfe betont wird, dass das natürlich immer das Prinzip ist. Wir wissen aber aus der Praxis und auch durch Forschung, dass das nicht immer so ist, auch zum Teil aufgrund von gesetzlichen Grundlagen nicht immer so laufen kann. Hier ist es tatsächlich so bei Housing First im Ursprungskonzept, dass die NutzerInnen nicht nur entscheiden, wie sie leben möchten, sondern auch, welche Form von Unterstützung, wie viel Unterstützung sie benötigen, um so zu leben, wie sie leben möchten. Und es wird eben nicht gesagt, du musst erstmal ganz wichtige Dinge erfüllen und dann bekommst du eine Wohnung, sondern diese Wohnung und diese Autonomie, die sie dort haben, ist eben der Ausgangspunkt für den Erholungsprozess. Also im Originalkonzept heißt es immer Recovery Process, ist das, was auch angestrebt wird, was sozusagen die eigene Wohnung braucht als Voraussetzung. Ich kann nicht in einer Notübernachtung oder in einem Wohnheim, wo ich morgen vom Sozialamt wieder rausgenommen werden kann, da kann ich mich nicht erholen. Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass Unterstützung auch aktiv angeboten wird. Es geht immer darum, dass es den Menschen gut geht, dass ihre Ziele verfolgt werden und nicht das, was sich vielleicht ein Profi vorstellt, wie ein gutes Leben auszusehen hat. Das heißt, es geht um Empathie, um verständnisvoll zu sein, aber auch aktiv ermutigend, weil natürlich auch Menschen, die sich lange Zeit nichts anderes gewünscht haben, als in eine Wohnung zu gehen, dann plötzlich in der eigenen Wohnung sind und feststellen, meine anderen Probleme haben sich nicht sofort in Luft aufgelöst oder ich bin hier plötzlich einsam und muss mich an bestimmte Hausregeln halten. Und deswegen gibt es sozusagen immer diese auch proaktive Unterstützung, aber die kann ich eben auch ablehnen oder die Form der Unterstützung. Und was ich ganz spannend finde, ich habe mal ein, oh, das war zu weit. Ich habe mal ein Zitat rausgesucht, was ich besonders interessant fand, weil es war der erste Satz auf meine Frage an einen Nutzer des Projektes der Neuen Chance und der Stadtmission. Ich habe nur gefragt, Sie haben ja nicht nur eine Wohnung vermittelt bekommen, sondern Ihnen wird auch Unterstützung angeboten. Können Sie mir irgendetwas darüber erzählen? Und der erste Satz war, man hat jetzt wieder die Möglichkeit, sein eigenes Leben zu gestalten. Also der hat gar nicht angefangen zu erzählen, ja, da ist ein Sozialarbeiter, da ist mein Bezugsbetreuer und da gibt es einen, weiß ich nicht, noch eine Sozialassistentin, die hat mir die Wohnung eingerichtet, sondern das war das, was er als erstes gesagt hat. Und diese Gestaltungsmöglichkeit, das ist eben das, was bei ganz vielen Interviews mir auch immer wieder genannt wurde. Und auch nochmal von einer Sozialarbeiterin aus dem Frauenprojekt, die hat das auch ganz schön aus ihrer Perspektive genannt. Sie hat im Interview gesagt, was ich in meinen Erstgesprächen immer sage, ist, dass Sie eigentlich mein Chef sind, dass Sie das Tempo vorgeben und dass Sie die Themen vorgeben. Und wenn Sie dann sagen, weißt du, ich möchte jetzt einfach mal nur 3 Wochen auf der Couch liegen, dann wird das auch respektiert. Solange die Miete gezahlt ist, man seine sonstigen mietvertraglichen Verpflichtungen einhält, sodass man keinen Anlass für eine Kündigung gibt, können die Menschen genauso wie wir das hoffentlich machen können, eben entscheiden, was und wie sie leben wollen. Dann habe ich zwei zusammengefasst, weil die für mich auch wirklich zusammengehören. Das ist das dritte und das achte Prinzip nach Nicholas Pleas. Das, was ich ganz am Anfang schon mal gesagt habe, es geht um eine Trennung von Wohnen und Betreuung, beziehungsweise das heißt Betreuung übersetzt, aber es geht natürlich um Unterstützung, wie wir es in Deutschland sagen. Aber eben auch eine flexible Unterstützung so lange wie nötig. Und das heißt noch einmal, dass eben für den Zugang zu Wohnraum und auch das für das weitere dort wohnen können, ist eben keine Verhaltensänderung und auch keine Annahme von Unterstützung erforderlich. Das heißt, selbst wenn ich mich verweigere, ich gehe in die Wohnung, kriege meinen Mietvertrag, meinen Schlüssel und von da an mache ich die Tür nicht mehr auf, beantworte E-Mails nicht und leg auf, wenn man mich anruft. Dann führt das ja nicht zum Wohnungsverlust, weil Sie haben einen Mietvertrag. Gleichzeitig wird eben diese Unterstützung so lange angeboten und auch gewährt, wie sie von den NutzerInnen gewünscht wird. Und ich komme gleich zu einem Beispiel, deswegen steht das hier gegebenenfalls auch, wenn ich die Wohnung, die mir vermittelt worden ist, wieder verloren habe. Und im Zweifelsfall wird eine zweite, dritte oder sonst wie weitere Wohnung vermittelt. Das heißt, man hat nicht. So, wie heißt das immer so schön, einen freien Schuss und danach hat man dann Pech, sondern es gibt tatsächlich in dem einen Projekt einen Fall, eine Fallbeschreibung, die ich Ihnen hier zeigen möchte. Das ist in dem gemischtgeschlechtlichen Projekt ein deutscher Mann, damals 38 Jahre, der müsste jetzt 39 sein,
im Arbeitslosengeld II-Bezug und hat eine Diagnose, bezeichnet sich selber nicht als psychisch krank, aber die Unterlagen hat er vorgelegt, dass er eine entsprechende Diagnose hat. Er hat die erste Wohnung, die er bekommen hat, über das Projekt selbst regulär gekündigt, weil er sich von Nachbarn mit Strahlen beschossen und verfolgt gefühlt hat. Dann hat er eine zweite Wohnung vermittelt bekommen. Die hat er ebenfalls selbst gekündigt, aber mit Mietschulden hinterlassen. Das ist der aktuelle Stand auch noch. Und im Interview hat der Bezugssozialarbeiter mir erzählt, da ist der Mensch, der die zweite Wohnung von uns gekündigt hat. Den habe ich jetzt heute noch mal zur sozialen Wohnhilfe begleitet. Das ist die Bezeichnung in Berlin für die Abteilung beim Sozialamt, wo akut wohnungslose Menschen unterstützt werden. Weil er darum gebeten hat, dass ich mitkomme. Und der auch noch mal nachgefragt hat, ob es eventuell für ihn noch eine Chance geben kann bei Housing First, eine dritte Chance. Und das Konzept Housing First sieht ja auch vor, dass das Unterstützungsangebot halt nicht abbricht, obwohl die Wohnung weg ist. Und das ist halt jetzt gerade der Fall, wo das als Beispiel jetzt halt dient, dafür, dass wir das jetzt auch so versuchen umzusetzen. Mit ihm, das ist jetzt der aktuelle Stand, den ich letzte Woche in einem Interview noch erfragt habe, ist, dass er tatsächlich jetzt gerade in der Verhandlung ist, ob er seine Mietschulden für die zweite Wohnung in irgendwie kleinen Raten abstottern kann. Und wenn das gelingen würde, dass dort eine Vereinbarung geschlossen ist, dann würden die SozialarbeiterInnen von Housing First Berlin eben auch gucken, ob er nochmal eine dritte Wohnung bekommt, egal ob das bei demselben Vermieter möglich wäre oder bei einem anderen. Das ist übrigens auch ganz wichtig, auch bei der ersten Wohnung schon. Man soll zwar einen Schufa-Auszug bringen, aber eine schlechte Schufa-Auskunft ist kein Hinderungsgrund. Und das hat damit zu tun, dass die Menschen bei den beiden Berliner Modellprojekten tatsächlich eine Stelle jeweils finanziert bekommen von unserer Senatsverwaltung in Berlin, die Wohnungsakquise und Öffentlichkeitsarbeit macht. Das heißt, es gibt beispielsweise bei Housing First Berlin, die hier in dem Beispiel auch genannt sind, gibt es schon mittlerweile 3 Kooperationsverträge mit städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die garantieren, dass mindestens 5 Wohnungen pro Jahr gegeben werden, wobei sich die Menschen bewerben, wie andere auch. Und dann wird geguckt, welche Wohnungsbaugesellschaft, welcher Vermieter, mit dem man im Kontakt ist, ist im richtigen Bezirk von Berlin, hat solche Wohnungen, wie gewünscht werden, und dann wird sich dort beworben. Also es gibt nicht eine Wohnung und dann muss man gucken, wer könnte da reinpassen. Das ist ja auch das, wie wir uns bewerben um Wohnungen in der Regel. Und diese Menschen, die sich darauf einlassen, wie gesagt, von der kleinen Privatvermieterin, vielleicht sogar Eigentumsbesitzerin einer Wohnung, die dann sagt, ich vermiete die an jemand Wohnungsloses, bis hin zur großen Wohnungsbaugesellschaft oder auch Privatvermieter, großen Firmen, die wissen, auf was sie sich einlassen und vermieten eben trotzdem an diese Zielgruppe. Das war vorher in Berlin viel geungt worden, dass das überhaupt nicht funktionieren kann bei unserer Wohnungsnot, die wir haben. Und das fünfte Prinzip, in meinem Fall auch tatsächlich das fünfte, was ich hier kurz beschreiben will, ist das sogenannte Harm Reduction, also Schadensbegrenzung. Und das hat damit zu tun, hier sehen Sie oben Beispiele für mögliche substanzgebundene Süchte. In dem Augenblick, wo im Rahmen von Housing First ein Profi oder ehrenamtlicher Peer, wer auch immer dort mit in der Unterstützung arbeitet, sagt, aus meiner Sicht ist das ein problematischer Drogen- und Alkoholgebrauch, dann geht man nicht davon aus, jetzt ist dieser Mensch schuld, weil er Alkohol trinkt, sondern es wird gesagt, irgendwie gibt es andere unbefriedigte Bedürfnisse, die damit kompensiert werden. Und es ist vielleicht auch ein Punkt erreicht, wo jemand nicht einfach sagen kann, dann höre ich halt auf zu trinken, dann geht es mir besser. Und das ist jetzt etwas, was ich noch angefügt habe mit diesem kleinen Pfeilchen. Das ist dann für mich auch ein Beispiel, dass eben diese 8 Grundprinzipien alle miteinander verknüpft sind, weil es kann eine Haltung eines Profis in dem Projekt geben, dass der Drogengebrauch problematisch ist. Das heißt aber nicht, dass die Definitionsmacht eben bei den Profis liegt. Wir haben auch so eine ganz spannende Evaluationsinstrumente, wo wir immer einmal im Jahr Selbst- und Fremdeinschätzung zu bestimmten Lebenslagenbereichen erfragen. Und da kann dann beispielsweise zum Thema Alkohol und andere Drogen angekreuzt werden,
bin ich mit der Situation zufrieden oder sehr unzufrieden? Und der Bezugsbetreuer, die Bezugsbetreuerin kann dann das ja vielleicht ganz anders sehen. Spannenderweise ist das in den beiden Modellprojekten, liegt das fast übereinander. Also im Gegensatz zu anderen Projekten, wo ich solche Instrumente schon angewendet habe, wo das oft so sozial erwünscht angegeben wird. Mir geht's super, ich trinke viel weniger als vorher. Die Sozialarbeiterin sagt, ne, als ich letztens da war, stapelten sich die Schnapsflaschen. Und hier in dem Fall ist es halt tatsächlich so, es geht um Schadensbegrenzung proaktiv. Natürlich lässt man nicht jemand einfach in seiner Wohnung im Elend verrecken. Aber es geht eben darum, ich stelle Unterstützung zur Verfügung. Ich verlange aber eben nicht, du musst weniger trinken oder du musst Abstinenz von Drogen erreichen, um hier weiter Unterstützung zu bekommen. Und da habe ich nochmal ein Zitat rausgesucht, auch von einem männlichen Nutzer aus dem gemischtgeschlechtlichen Projekt. Der hat nämlich über seine früheren Erfahrungen in der Wohnungslosenhilfe gesprochen. Was nicht heißt, dass es bei anderen Projekten immer alles anders und schlechter ist. Aber hier war es eben so, dass er das berichtet hat, dass er beim sozialpsychiatrischen Dienst vorgesprochen hat. Also ich habe da beim sozialpsychiatrischen Dienst vorgesprochen. Und die Ärztin und die da diese Vorstellungsgespräche gemacht hat, hat mich andauernd gefragt, ja, warum wollen Sie denn etwas ändern? Wieso wollen Sie denn ins betreute Wohnen? Sie müssen entgiften. Ich sage, na, entschuldigen Sie mal, hören Sie mir doch mal zu, was ich überhaupt will. Und das ist sozusagen genau das gegensätzliche Prinzip in dem Augenblick, wo in den Housing First-Projekten, zumindest in Berlin, die wirklich eng am Originalkonzept arbeiten, jemand sagt, lass mich in Ruhe, ich will über das Thema Alkohol oder Drogen gar nicht mit dir reden, wird gesagt, okay, ich werde dir trotzdem ab und zu spiegeln, dass ich denke, du hast ein Problem. Und wenn du darüber reden willst, können wir das machen, aber es wird eben nicht insistiert. Und es wird auch nicht die Unterstützung entzogen, wenn jemand sagt, es ist mein Problem, lass mich mit dem Thema in Ruhe. Dann komme ich auch schon zu meinem Fazit und auch nochmal mit ein paar anderen sozusagen Kennzahlen. Beide Modellprojekte haben bereits mehr Wohnungen akquiriert als vorgesehen. Das sind nicht viele. Sie sollten in 3 Jahren in dem einen Projekt 30 Wohnungen für Frauen, in dem anderen Projekt 40 Wohnungen für Frauen und Männer akquirieren. Wir haben die 3 Jahre noch gar nicht voll. Das ist am 30.09. der Fall. Es sind jetzt schon mehr Wohnungen akquiriert worden oder auch Mietverträge unterschrieben worden, als für den Personalschlüssel vorher errechnet worden ist. Die Grundprinzipien von Housing First werden eingehalten und sie scheinen zu wirken. Also ich habe ja schon sehr viele Interviews geführt und bin jetzt so in der Endphase für den Endbericht. Aber das ist also ganz klar, dass das auch von den Nutzer und Nutzerinnen sehr geschätzt wird, wie eben diese Wahlfreiheit, Autonomiebestreben auch tatsächlich unterstützt wird und dass das keine leeren Floskeln sind. Die Wohnstabilität, das ist so ein Begriff, den gibt es aus den Evaluationsstudien aus sonstigen europäischen Ländern, liegt aktuell bei ca. 97%. Das ist noch viel höher, als die europäischen Vergleichsstudien bisher erbracht haben. Also das aktuell ist wirklich mit Stand letzter Woche. Das heißt, es gibt, glaube ich, einen Nutzer, der erstmal als gescheitert, was die Wohnung angeht. Und das ist dieser Mensch, den ich Ihnen vorgestellt habe. Alle anderen, auch die vor 2,5 Jahren als erste vermittelt worden sind, sind noch in ihren Wohnungen, sind nicht von Kündigung bedroht, haben auch keine Mahnung oder so etwas. Die NutzerInnenzufriedenheit ist sehr, sehr hoch. Das kann ich über die Interviews sehr, sehr deutlich sehen. Und ich frage da immer sehr offen, auch wenn ich sozusagen ein Fan von Housing First bin, versuche ich natürlich, das auch wirklich nach wissenschaftlichen Regeln offen zu erfragen und nehme auch Kritik auf. Aber insgesamt ist eben die NutzerInnenzufriedenheit sehr hoch. Und die Mitarbeiterinnen arbeiten eben auch sehr flexibel. Die Nutzerinnen können sich ja aussuchen, beispielsweise, wie sie unterstützt werden möchten. Und das ist etwas, das hätte natürlich voll nach hinten losgehen können. Wir haben jetzt schon 1,5 Jahre Pandemie, also von den 3 Jahren Modellprojekt sind jetzt schon 1,5 Jahre in der Situation von Lockdowns und Pandemie. Bisher ist es so, dass da eigentlich zwar die Unterstützungsform sich zum Teil geändert hat. Manche haben gesagt, ich möchte nicht, dass du in meine Wohnung kommst. Ich habe Angst, dass wir uns gegenseitig anstecken. Klingel mich einfach runter und wir gehen zusammen spazieren draußen. Oder lass uns lieber mailen und telefonieren. Und dadurch gibt es überhaupt gar keinen Abbruch von Unterstützung, auch in diesen Zeiten von Lockdown oder sonstigen Pandemiebedingungen. Und das Letzte sozusagen als Fazit noch einmal.
dass das eben tatsächlich, so wird es ja oft bezeichnet, ich finde zu Recht, ein Paradigmenwechsel ist in der Wohnungsnotfallhilfe, zu sagen, Wohnen ist ein Menschenrecht, aber wir unterstützen dich in einer Form, wie du es möchtest und so lange, wie du möchtest. Dass eben sehr viele der Interviewten, sowohl der Professionellen, die ja auch schon Erfahrungen in anderen Einrichtungsformen von Wohnungsnotfällen haben und eben vor allen Dingen auch die NutzerInnen betonen immer wieder diesen Ansatz, dass der eben ganz anders ist als andere Angebote der Wohnungsnotfallhilfe, also hier im Speziellen, aber auch der sozialen Arbeit im Allgemeinen. Und so ein abgerundetes Zitat nochmal von einer Nutzerin aus dem Frauenprojekt, die dann am Schluss gesagt hat, also ich sage, fällt dir noch irgendwas ein, was du mir erzählen möchtest? Wo sie dann gesagt hat, naja, das ist wirklich ganz verrückt. Dann kommt hier dieses Housing First Projekt und die machen einfach alles richtig, ohne dass du vorher eine Therapie machen musst, dass du erstmal stabiler wirst, dass du dann vielleicht irgendwann mal eine Wohnung kriegst. Und hier musst du das einfach nicht. Du kriegst deine Wohnung. Und dabei möchte ich es erstmal belassen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich weiß jetzt nicht, wie das vorgesehen ist. Ich stoppe mal meinen Vortrag, ob es Verständnisfragen gibt oder ob wir erst den anderen Vortrag hören und dann in die Diskussion gehen. Aber das war es erstmal von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Frau Gerul. Das war Ihr Vortrag zu Housing First aus Berlin. Und vorgesehen ist, dass wir eine Gegenüberstellung quasi in diesem Teil von 16 bis 17 Uhr quasi anstellen von Best Practice aus Berlin und dann im Anschluss direkt ein Best Practice Vorstellung aus München. Und der Tunjay möchte was sagen. Ich habe gerade die Bitte bekommen, vom Harald Wolf in die Runde zu fragen, ob jemand die Übersetzung von Deutsch auf Türkisch gerade dringend benötigt. Herr Yildiz ist anscheinend ausgefallen. Harald, stimmt das? Und die Frau Yüksel hat jetzt schon ewig durch gedolmetscht. Und jetzt ist die Frage, ob das dringend notwendig ist. Hört jemand bei der AWO noch zu? Genau, bei der AWO ist im Moment da eine Pause. Das heißt, mein Vorschlag wäre, dass wir den nächsten Vortrag gerade nicht dolmetschen, wenn hier nicht in der Runde jemand ist, der auf dieses Dolmetschen dringend angewiesen ist. Diese Frage müsste man, kann ich aber, wenn ich sie auf Deutsch stelle, macht sie keinen Sinn. Also vielleicht kann man sie einmal auch auf Türkisch in die Runde stellen. Şu anda Türkçe tercümeye ihtiyacı olan var mı? Risto Bey orada mısınız? Savaş abi orada mısın? Ben buradayım. Tercümeye gerek yok. Da brauchen wir keine Übersetzung mehr. Okay, super, dann wissen wir es. Gut, vielen Dank. Dann würde ich sagen, Frau Yüksel, ganz herzlichen Dank. Machen Sie doch eine kurze Pause, damit wir dann das Gespräch um 17 Uhr, was ich glaube, dann nochmal andere Zuhörer wiederum hat, vielleicht dann wieder dolmetschen können. Nur man kann nicht stundenlang synchron dolmetschen ohne Pause. Das mag man niemandem zumuten. Vielen Dank. Okay. Gut, dann danke auch für die Klärung der Übersetzertätigkeiten hier an dieser Stelle. Genau, ich habe vorhin erwähnt, dass in diesem Input-Bereich von 16 bis 17 Uhr geplant ist, dass wir eine Gegenüberstellung von Best-Practice-Beispielen von Berlin und München präsentieren und im Anschluss ein Resümee oder ein Gespräch oder Fragen oder Statements auch nochmal, vielleicht wenn Zeit da ist, nochmal klären können. Und da tatsächlich die Zeit ein bisschen drängt, würde ich mich sehr freuen, wenn Herr Richard Schlickenrieder vom Amt für Wohnen und Migration mit seinem Best Practice aus München seinen Input hält. Hallo, Herr Richard Schlickenrieder. Bitteschön. So, jetzt habe ich mein Mikro an. Ich hoffe, man hört mich. Und jetzt versuche ich auch, meinen Bildschirm zu teilen. So. So. Ich denke, um die Entwicklung der Wohnungslosenhilfe zu verstehen, muss man auch die Rahmenbedingungen ein wenig sehen.
wie Sie an dieser Grafik sehen, das ist die Entwicklung der wohnungslosen Personen in München. Wir hatten ein nahezu historisches Tief im Jahr 2008. Davor gegangen ist die Umsetzung des Gesamtplans der Wohnungslosenhilfe in München 2 mit dem Paradigmenwechsel Wohnen statt Unterbringen, also gewissermaßen die Münchner Übersetzung von Housing First. Wir hatten damals ein Wohnbauprogramm, auch speziell für die Benachteiligten am Wohnungsmarkt aufgelegt und versucht, möglichst schnell Menschen wieder ins Wohnen zu bringen. Das ist uns auch gelungen. Ab 2009 war es so, dass die Zielzahlen im geförderten Wohnungsbau nachgelassen haben, beziehungsweise deren Realisierung, und gleichzeitig wir dann stückweise mehr anerkannte Flüchtlinge bekommen haben, die wir unterbringen mussten. Das Ganze hat sich dann gesteigert bis 2017 um den Faktor nahezu 4 auf 9.000 Personen, die wir unterzubringen haben. Das hat sich jetzt so einigermaßen stabilisiert. Aber man sieht dann, denke ich, die Herausforderung, die damit einhergeht. Was sind die Ursachen der Wohnungslosigkeit? Wir haben ein Defizit im Wohnungsbau. Es zogen circa 200.000 Menschen nach München in den letzten 10 Jahren. Und es wurden 61.000 Wohnungen gebaut. Das Ganze macht bei einer Haushaltsgröße von 1,87. Wer einen Taschenrechner hat, kann die Berechnung schnell nachvollziehen. Dann haben wir ein Defizit von ca. 45.000 Wohnungen. Wir haben parallel, also das ist sozusagen die Gesamtbetrachtung des Wohnungsmarktes, und wir haben aber gleichzeitig einen Schwung bei den Sozial- und Belegrechtswohnungen. Derzeit haben wir noch 76.000, und das sind 86.000 weniger, als wir noch 1990 hatten. Das heißt, die städtische Eingriffsreserve ist wesentlich zurückgegangen. Und damit einhergeht natürlich, dass die Vergabequote sinkt, also ganz aktuell von 3.900 auf 3.400 im 2021. Das ist jetzt so unsere Hochrechnung. Wir haben aktuell 14.000 registrierte Haushalte, davon 11.000 in höchster Dringlichkeit und bei 3.400 Vergaben können wir halt nur einen Bruchteil davon befriedigen. Von den Wohnungsanträgen erwarten wir 40.000 Anträge. Das heißt, das ist eine gewisse Differenz zwischen registrierte Haushalte und Anträge, weil die erst bearbeitet werden müssen. Und 2015 war es ungefähr noch die Hälfte. Wir haben hohe Neuvermietungsmieten in München. Die liegen bei ca. 20 Euro pro Quadratmeter und im Bestand bei 12 Euro. Das heißt, der Münchner Wohnungsbestand ist einigermaßen stabil, aber er kann den Neuzuzug nicht mehr aufnehmen. Die Folge sind prekäre Wohnverhältnisse. Das heißt, die Leute wohnen immer auf engerem Raum und die Wohnungslosigkeit steigt. Was das Thema Schutz sozusagen des Bestands anbelangt, da versuchen wir über eine Zweckentfremdungssatzung, die Erhaltungssatzungen, was
Was heißt Zweckentfremdungssatzung? Das heißt, man versucht, dem Wohnungsmarkt wieder Wohnungen zuzuführen, die durch gewerbliche Nutzung oder durch Langzeitvermietungen für touristische Zwecke zweckentfremdet werden. Und Erhaltungssatzungen heißt, dass wir einen Milieuschutz für bestimmte Regionen im Stadtgebiet durchsetzen. Das heißt, es wird dadurch verhindert, dass Wohnungen luxussaniert werden oder in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Und wir haben ein Konzept zum Erhalt des Mietverhältnisses. Das ist das allgemeine bekannte Fachstellenkonzept, das eigentlich jede Kommune haben sollte zumindest. Wir haben das ergänzt durch ein paar ergänzende Module. Wir haben eine aufsuchende Sozialarbeit für die Haushalte, die von den Fachstellen nicht erreicht werden. Das heißt, da geht die Sozialarbeit dann tatsächlich vor Ort und versucht, Kontakt mit dem Haushalt aufzunehmen, was auch durchaus gelingt. Also wir haben eine Kontakterhöhung um circa 30-40% und können dadurch eigentlich in den meisten Fällen eine Wohnungslosigkeit bei Wohnraumkündigungen vermeiden. Und bei den Fällen, wo es nicht sozusagen ein einmaliger Auslöser war, sondern ein strukturelles Problem ist, machen wir eine intensive Nachsorge und eine Intensivbetreuung im dauerhaften Wohnen. Bei den Wohngebieten, die wir in unserem besonderen Wohnbauprogramm Münchner Wohnungsbau für Benachteiligte am Wohnungsmarkt errichtet haben, gehen wir da sozusagen von Anfang an rein und versuchen durch eine intensive Betreuung zu verhindern, dass ein Wohnungsverlust eintritt. So, dann will ich Ihnen ein paar Projekte und Programme in der Wohnungslosenhilfe in München kurz vorstellen. Wir haben ein Flexi-Heim-Programm. Damit wollen wir bis 2025 5.000 Plätze in München bauen. Das Flexi-Heim-Programm heißt deshalb Flexi-Heim, weil es zunächst errichtet wird für die Sofortunterbringung wohnungsloser Haushalte, aber gleichzeitig so gebaut wird, dass, wenn die Wohnungslosigkeit wieder zurückgehen sollte, diese Wohnungen dem normalen Wohnungsbestand, dem geförderten Wohnungsbestand zugeführt werden können. Dann haben wir Clearinghäuser. Das ist ein Baustein unseres Programms oder unseres Paradigmenwechsels Wohnen statt Unterbringen. In diesen Häusern sollen Haushalte möglichst schnell wieder dem Wohnungsmarkt, dem Wohnen zugeführt werden. Das setzen wir eigentlich nur voraus, eine Mitwirkungsbereitschaft und und eine Begrenzung ausschließlich auf den Bereich des Wohnens. Also weitergehende Problemfelder sollten dann nach Möglichkeit nicht eröffnet sein. Ziel ist, die Menschen nach 6 Monaten wieder ins Wohnen zu bringen. Wir haben ein Projekt für junge Erwachsene. Das dürften auch alle Großstädte kennen, dass junge Menschen aus der Jugendhilfe mit dem 18. Geburtstag entweder verabschiedet werden oder sich selber verabschieden und dann irgendwo unterkommen
und dann irgendwann in der Wohnungslosenhilfe landen und eigentlich nicht mehr zugänglich sind für Hilfsmaßnahmen. Wir versuchen diesen jungen Menschen in einem ersten konkreten Objekt, und wir planen aber auch weitere, gewissermaßen eine täglich ausgestreckte helfende Hand auszustrecken, um sie wieder für Unterstützungsmaßnahmen und Perspektiventwicklungen zu erreichen. Genau, und dann haben wir auch Projekte im dauerhaften Wohnen für langzeitwohnungslose Haushalte. Da haben wir einmal die sozial betreuten Wohnhäuser. Das ist ein Konzept, insofern auch Best Practice als Management-Konzept, was sozusagen das Replizieren von gut oder am besten laufenden Projekten anbelangt. Das haben wir aus Wien mitgebracht, und da wollen wir 5 Häuser bauen für ältere, langzeitwohnungslose Menschen, die wir nicht mehr anderweitig ins dauerhafte Wohnen bringen wollen, auf dem freien Wohnungsmarkt oder auf den geförderten, sondern für die wir speziell eine Einrichtung bauen. Dasselbe ist bereits realisiert. Das sind Lebensplätze für ältere wohnungslose Frauen, die gewissermaßen über Jahrzehnte im System waren und denen man einfach einen Rückzugsort ermöglichen will. So, und weil es solche Männer auch gibt, wollen wir ein Männerwohnheim planen. Das ist bereits in der Bauplanung. Und wir haben auch das war der Auslöser aus der Flüchtlingskrise, Wohnen für alle, die Abkürzung ist WAL. Da sind knapp 1000 Wohnungen realisiert worden, zu 50% aus dem Fluchtbereich und zu anderen 50% aus der Wohnungslosenhilfe. Ich kann jetzt da leider nicht alle Dinge, die wir in München, wie ich finde, so als Best Practice vorstellen könnten, vorstellen, und habe Ihnen hier einen Link eingebaut. Da können Sie jetzt erstmal den Gesamtplan 3 nachlesen. Wir sind gerade in Vorbereitung für den Gesamtplan 4, den wir nächstes Jahr vorstellen wollen. Und für den es interessiert, ist dieser Link gedacht. So. Könnte man, Entschuldigung an der Stelle, den Link vielleicht in den Chat reinkopieren? Ah, Moment. Das wäre super. Ich schau mal. Na, das ist blöd. Weil das eine PDF ist. Muss nicht sofort sein, kann auch nachher sein. Ich will den okay. Vortrag nicht unterbrechen. Okay, ich suche ihn raus. Ja. Best Practice ist ja habe ich ja vorher schon gesagt, ein Management-Modell, das jetzt vielleicht auch nicht gar so gut ist. Was ja heißt, irgendwie man sucht sich was raus, was am besten läuft, und kopiert es. Aber es gibt natürlich schon ein paar Erfolgsfaktoren in der Münchner Wohnungslosenhilfe. Und die haben sich jetzt auch während der Pandemie sehr, sehr bewährt. Wir haben ein gemeinsames Ziel, nämlich Wohnen statt Unterbringen, auch wenn es unter den Bedingungen des Münchner Wohnungsmarktes natürlich unglaublich schwierig ist. Ich finde das Berliner Modell, Frau Gerol, sehr, sehr spannend. Da kommen wir bestimmt vielleicht auch noch mal ins Gespräch. Aber für eine flächendeckende Umsetzung das sehe ich im Münchner Wohnungsmarkt einfach nur wenig Chancen. So etwas müsste man punktuell einfach machen. Aber wir haben ein gemeinsames Ziel, und wir haben eine partnerschaftliche Zusammenarbeit der Träger mit der Verwaltung
und auch eine unglaubliche Unterstützung durch die Stadtpolitik. Das seit Jahrzehnten, das muss man wirklich sagen. Wir wären da wirklich nicht so weit, wenn nicht diese drei Ebenen so eng auch thematisch zusammenarbeiten würden. Und wir haben in allen Projekten, und das kenne ich leider von, oder das kenne ich von einigen Kommunen, dass eben nur untergebracht wird, aber eben auch kein Betreuungsangebot. Das gibt es bei uns in München nicht alles. Alle Projekte, die wir in der Wohnungslosenhilfe haben, haben auch eine Betreuung. Unser Standard in der Sofortunterbringung ist ein Betreuungsschlüssel von 1 zu 30. Das wird natürlich von Trägerseite als knapp betrachtet, aus unserer Sicht als noch ausreichend und ist natürlich jetzt in Zeiten der sinkenden des sinkenden Steueraufkommens natürlich eine schwierige Geschichte. Wir haben auch ein Prinzip, dass wir grundsätzlich eine nachgehende Sozialarbeit vor Ort haben. Das heißt, in der Regel ist die soziale Betreuung direkt vor Ort angesiedelt. Das heißt, man muss nicht erst eine Stelle aufsuchen, sondern die Stelle sitzt vor Ort in der Wohnungslosenhilfe. So, jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu diesem speziellen Thema. Ich habe es jetzt ein bisschen verschränkt, weil Wohnungslosenhilfe ja nicht ausschließlich für die Armutszuwanderung aus Europa stattfindet. Aber man sollte sie vielleicht doch nochmal beleuchten aus der Sicht der Münchner Wohnungslosenhilfe. Die vorrangige Problemstellung aus unserer Sicht ist, dass die meisten oder viele nur eine informelle Beschäftigung, andere sagen undokumentierte Beschäftigung haben und damit fallen sie eben in den Ausschluss von Sozialleistungen aus dem SGB XII seit, ich glaube, 2016 ist das so. Genau. Damit haben diese Menschen keine, zumindest keine formelle Existenzsicherung und sind auch dadurch von einer Vermittlung ins dauerhafte Wohnen ausgeschlossen. Ja? Wenn die Miete nicht gesichert ist, findet keine Vermittlung ins dauerhafte Wohnen statt. Oh. Und was machen wir speziell für diese besondere Zielgruppe, die wirklich nur einen kleinen Teil der Wohnungslosen in München darstellt? Wir haben einen ganzjährigen Übernachtungsschutz, seit der Pandemie auch ganztägig. Und im Anschluss werden wir jetzt die Ganztägigkeit auch fortsetzen mit einem Tagesaufenthalt. Wir haben Beratungseinrichtungen in diesem Übernachtungsschutz implementiert. Wir haben eine spezielle Streetwork, die ausschließlich für den Personenkreis der ja, prekär Zugewanderten zuständig ist. Das sind die ja, wild kampierenden Menschen im öffentlichen Raum. Die werden aufgesucht, beraten und nach Möglichkeit in dieses Übernachtungsschutzprojekt vermittelt. Es gibt ein Beratungscafé, wo es um das Thema Vermittlung in Arbeit geht. Und wir haben ein Projekt Bildung statt Betteln, wo es auch darum geht, Sprachkompetenzen zu erwerben und formale Qualifikationen zu erwerben. Wir haben da oft das Problem bei diesem Personenkreis, dass auch die gesundheitliche Versorgung nicht gesichert ist, was sich aber bei uns in der Praxis herausgestellt hat, dass entgegen der ursprünglichen Meinung der Betroffenen eben doch eine Krankenversicherung im Heimatland oder über das Heimatland besteht und haben deshalb eine Clearingstelle zur Klärung
einer Krankenversicherung eingerichtet. Für nicht ausschließlich für diesen Personenkreis haben wir auch ein Wärmebusprojekt eingerichtet, das jetzt speziell im Winter die Lagerstätten der Menschen aufsucht und versucht, sie in unsere Übernachtungsprogramme zu bringen. Unser Ziel ist, dass wir diese Menschen ja, in einen Leistungsbezug bekommen, in eine Existenzsicherung und in die Aufnahme ins Regelsystem der Wohnungslosenhilfe. Und damit wollen wir sie eigentlich auch in eine Perspektive fürs dauerhafte Wohnen bringen. So. Jetzt wäre ich am Ende und ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein bisschen ein wenig einen Einblick in die Vielfalt der Münchner Wohnungslosenhilfe geben. Und wenn es Nachfragen gibt, machen wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schlittenrieder. Das war jetzt ein ganzes Potpourri an Angeboten zu Obdachlosenhilfe und Unterstützung verschiedenster Zielgruppen. Also letztlich, wenn man es ganz streng nehmen würde, war es jetzt kein Best Practice, sondern eher ein ganz großes Angebot an verschiedenen Angeboten, die Sie da vorgestellt haben. Was aber letztlich auch sehr interessant war und wir uns natürlich auch für Ihre Präsentation herzlich danken möchten. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass wir jetzt nur noch 5 Minuten ungefähr knapp Zeit zur Verfügung haben für das nächste anstehende Panel, nämlich Handlungsvorschläge, Zukunftsoptionen, wo wir 2 weitere Gäste, die wir eingeladen haben, begrüßen dürften. Die Frage wäre jetzt an meinen Dramaturgen Harald und an meinen Co-Moderatoren, ob wir bereits jetzt noch Fragen zulassen wollen. Sollten oder wir. Mhm. Okay. Ja, finde ich unbedingt, dass wir hier noch ein kurzes Gespräch anschließen können, gerade bei dem, was Herr Schlittenrieder, wo er sich bezogen hat auf Frau Gerull, dass es ja ein Interesse gibt, zu sagen, dass es sicherlich Punkte gibt, die man rausgreifen könnte, auch wenn sich das in der Breite vielleicht in München nicht durchführen lässt. Das wäre ja gerade der spannende Punkt aus meiner Sicht. Genau, weil Tonschein genau, meldet sich. Ja. Also ich hätte da gleich mal eine Frage. Ich bin Münchner, ich weiß, dass in München in dieser Angelegenheit, wenn was gemacht wird, auch stabil aufgebaut wird. Das heißt, wenn man sich mal im System befindet, dann funktioniert das auch und es funktioniert sehr gut. Da habe ich mit meinen Klientel, ich betreue ja auch ab und zu ehrenamtlich Menschen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es dann schon auch funktioniert. Nur hatte ich auch die Erfahrung gemacht, und das wäre jetzt mein Hinweis oder beziehungsweise doch eine Frage an Herrn Schlittenrieder, bis es soweit ist, sind einige Hürden zu überwinden. Das heißt, diese Menschen können bedingt durch zum Beispiel ganz banal den Wechsel eines Sachbearbeiters oder einer Sachbearbeiterin, die nicht mehr so wohlgesonnen ist zum Beispiel, plötzlich konfrontiert sein mit einem fehlenden Formular oder mit einer fehlenden Auskunft und dann auch relativ scharf reagieren. Also mir ist es schon passiert, dass dann Menschen plötzlich, und Herr Sauerstättig ist da Zeuge, der kennt sich da auch gut aus, mit dem, ich habe ihn dann immer um Rat gefragt, und bin zu ihm gelaufen und habe ihm die Papiere gezeigt und habe gesagt, was ist hier los, Sabasch, ich verstehe es nicht, wir hatten das doch schon geregelt vor einem Monat. Und plötzlich sind diese Menschen aus den Leistungen rausgefallen, da muss Widerspruch eingelegt werden und es ist wahnsinnig umständlich. Das heißt, es funktioniert wirklich nur dann, wenn diese Menschen in der Regelversorgung drin sind. Bevor sie da drin sind, sind sie draußen. Das kann durch, leider Gottes, habe ich die Erfahrung gemacht, durch manche Menschen auch ausgenutzt werden, indem sie einfach willkürlich teilweise die Menschen raushauen aus der Regelversorgung. Was mir wirklich passiert ist, ich musste dann Widerspruch einlegen. Wenn ich nicht gewesen wäre, hätte diese Person das nie machen können und hätte wahrscheinlich auch nie mehr wieder einen Anspruch bekommen. Das sind so Situationen, die, und da ist eben der Ansatz in Berlin doch recht interessant, dass man zumindest
die Wohnsituation ermöglicht, damit diese Menschen in solchen Situationen nicht komplett wieder runterfallen und der ganze Rattenschwanz nochmal aufgerollt werden muss. Das ist, glaube ich, so diese Problematik, die wir in München haben. Und da könnte man sich, denke ich, auch aus Sicht des Amts für Migration und Wohnen einiges an Arbeit und Mehraufwand eigentlich sparen, wenn man dafür ein Regelwerk oder ein Relais finden könnte. Könnte das Modell Berlin Ihnen da eine Inspiration bieten? Ja, das Modell Berlin bietet uns natürlich eine Inspiration. Natürlich sind wir interessiert daran, gute Projekte auch zu adaptieren. Das schauen wir uns natürlich an. Was man generell sagen muss, wir kommen ja leider Gottes alle zusammen, auch seit der Pandemie, kaum noch dazu, uns wirklich fachlich auszutauschen. Das müssen wir unbedingt wieder aufnehmen. Wir hatten davor sehr intensive Zusammentreffen mit Hamburg, Frankfurt, Berlin und natürlich für uns Münchner ist natürlich auch Wien ein wichtiger Ansprechpartner. Die haben es natürlich auch ein wenig leichter. Die haben einen ganz anders gelagerten Wohnungsmarkt. Was das Problem anbelangt, das Sie skizziert haben, es gibt einen runden Tisch für diesen Personenkreis, der im Übernachtungsschutz sich derzeit befindet. Wir wollen diese Menschen perspektivisch, zumindest also die nicht nur sozusagen auf einen Schnupperkurs nach München kommen, sondern die länger hier sind, die wollen wir tatsächlich gemeinsam in eine dauerhafte Existenzsicherung und ins Wohnen bringen. Da sind auch unsere Träger aufgefordert, vom Stadtrat aufgefordert, ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten. Das dauert jetzt wohl noch ein wenig, was ich so mitbekommen habe. Aber da denke ich, kann man natürlich auch die Erfahrungen, die Sie geschildert haben, gut einbringen und schauen, was wir dann aus Verwaltungsseite da erleichtern können. Direkt zum Jobcenter kann ich jetzt natürlich nichts sagen. Das ist ja eine eigenständige Behörde oder Einrichtung. Aber mit denen kann man mit Sicherheit gut ins Gespräch kommen, wenn man solche Fallgeschichten schildert. Danke. Ich wollte da nur ganz kurz eine Rückmeldung geben. Tatsächlich, nur als Hinweis, ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Antidiskriminierungsstelle der Stadt München beziehungsweise mit BeFore. Und bei Situationen, die tatsächlich vorkamen, wo nicht mal ich irgendwas bewirken konnte, sind die dann eingeschritten und haben über ihre Wege tatsächlich eine Lösung erwirken können, die dazu geführt hat, dass man sich diverse juristische Streitereien, redundante, hat sparen können. Das muss ich noch hinzufügen. Okay, es gibt noch zwei Wortbeiträge bzw. Nachfragen von Susanne Gerul und Herrn Scheuermann. Vielleicht Sie zuerst, Frau Gerul. Also Herr Scheuermann hatte sich vorher gemeldet. Oder Herr Scheuermann, wie Sie möchten. Herr Scheuermann. Es trifft sich sehr gut. Frau Professor Gerul hat, glaube ich, meine Gedanken telepathisch aufgenommen, weil ich habe nämlich eine Frage an Sie. Und dann kann sie sozusagen mit ihrer Wortmeldung vielleicht die Frage sogar direkt beantworten. Weil also was ich glaube, was vielleicht nochmal herausgearbeitet werden muss, ist, dass Herr Schlickenrieder jetzt für das Amt für Wohnen und Migration und sozusagen das komplette System der Landeshauptstadt München gesprochen hat. Das heißt, auch den Anspruch verkörpert, jeden einzelnen Menschen, der eine Notunterkunft braucht, entsprechend gut versorgen zu können. Über den Übernachtungsschutz kann man diskutieren. Weiterentwicklungen sind sozusagen sind im Gange, sind in Diskussion. Die Offenheit der Landeshauptstadt großartig. Und deswegen vielleicht, Frau Gerul, wie viele Plätze gibt es denn im Housing First Projekt in Berlin, vielleicht auch im Verhältnis zu den wohnungslosen Zahlen von Berlin? Und gibt es Pläne, Housing First wirklich flächendeckend zu machen? Und sind aktuell Bürgerinnen aus der Europäischen Union auch sozusagen zugangsberechtigt zu diesem Projekt? Das wäre mir noch
ein wichtiges Anliegen. Dankeschön. Ja, dann passt es ja wirklich gut, dass ich mich gemeldet hatte. Ich nehme mal meine Hand runter. Also dann antworte ich mir erst auf die Frage. Ich hatte extra nochmal geguckt. Ich habe jetzt den Stand vom letzten August, weil das der letzte Turnus war, dass mir alle Daten rübergespielt wurden. Und da habe ich extra nochmal geguckt, weil das Thema ja auch Europäische Union und Osteuropa war. Also es gibt keine Zugangsbeschränkungen aufgrund eines Aufenthaltsstatus. Also in dem Augenblick, wo jemand eben diese Bedingung erfüllen kann, ich kann die laufende Mietzahlung sichern, egal ob ich eine Rente habe, ob ich ein Einkommen habe, ob ich Arbeitslosengeld 2 oder Grundsicherung für Nicht-Erwerbstätige habe. Wir haben in dem Frauenprojekt im letzten Jahr 13% Frauen aus sonstigen EU-Staaten gehabt und nochmal 8% aus Drittstaaten. Also wir dürfen leider immer nur erfassen, Deutsch, sonstige EU und Drittstaaten, und in dem anderen Housing First Projekt waren es 3% und 6%. Das liegt aber nicht an irgendwelchen Restriktionen, sondern das ist sozusagen jede kann sich dort melden, und das Frauenprojekt hat sogar einen relativ hohen Anteil, weil sie auch angeschlossen sind in den gleichen Räumlichkeiten, wo auch das Büro ist. Es ist eine Notübernachtung für Frauen spezifisch, und da tauchen natürlich auch viele Frauen aus beispielsweise Bulgarien, Rumänien auf, und deswegen sind da auch natürlich steht dann die Aufnahme ins Housing First Projekt dann auch diesen Frauen zur Verfügung. Also es gibt keine weiteren Zugangsvoraussetzungen. Und dann vielleicht, weil wir haben jetzt ja eigentlich gar keine Zeit mehr, aber das ist natürlich jetzt schwierig, weil das Thema von dieser Stunde war Best Practice, und jetzt haben wir Äpfel mit Birnen. Also wir haben das Gesamtpaket von München gegen die Schilderung eines Modellprojektes, wo in den Modellprojekten insgesamt 70 Wohnungen vermittelt werden sollten, aber schon etwas mehr sind, weil es ein Modellprojekt ist. Es war auch nur für erwachsene Volljährige gedacht, allein oder Pärchen oder Menschen, die zusammenleben wollen. Wir wollen aber jetzt auch dafür sorgen, dass es Projekte geben kann, die dann auch beispielsweise für Familien zur Verfügung stehen. Es war nur klar, wenn wir ein Modellprojekt machen und sehr am Originalkonzept arbeiten und nicht schon anpassen an Berliner Bedingungen, um zu gucken, ob es überhaupt erstens funktioniert und zweitens, ob wir es brauchen, weil wir haben ja auch ein ganz tolles Hilfesystem, dann wollten wir es nicht überfrachten noch mit dem Konflikt, wie arbeiten wir jetzt noch mit dem Jugendamt in den Projekten zusammen. Aber es ist eine Verstetigung schon zugesagt. Also es ist im Haushalt schon sogar mehr eingestellt im kommenden als jetzt für die Projekte. Wobei wir haben ja Wahlen parallel zu den Bundestagswahlen. Also das muss dann, der Haushalt muss dann noch von der neuen Koalition, wie auch immer das ist, dann auch noch abgestimmt werden. Allerdings haben bis auf die AfD in einer Anhörung im März, war das glaube ich, im Abgeordnetenhaus gesagt, wir wollen Housing First, und zwar beides. Wir wollen es als genau diese Art von Projekt, als Ergänzung des Berliner Hilfesystems, nicht als Ersatz für irgendetwas, nicht etwas anderes muss wegfallen, und wir machen jetzt nur noch Housing First nach genau diesem Urprinzip. Also ich gehe davon aus, dass wir nicht nur eine Verstetigung bekommen, die ist schon zugesagt, mündlich auch, sondern eben auch wirklich eine Ausweitung. Und unsere Sozialsenatorin hat ja einen Masterplan verkündet, und die Praxis und Wissenschaft piekt da auch nach und versucht, das wirklich auch in die Umsetzung zu bringen oder sehr konkret hinzukriegen. Und da kann ich mich auf Herrn Schlickenrieder beziehen. Housing First meint ja einmal diese konkreten Projekte, wo genau nach diesem Prinzip oder in Abwandlung eben aus den USA gearbeitet wird. Aber so wie Herr Schlickenrieder gesagt hat, ich habe es mir, glaube ich, aufgeschrieben, Wohnen statt Unterbringung, kann man Housing First ja auch als ein allgemeines Prinzip verstehen. Und da finde ich halt wichtig, da muss, glaube ich, die Wohnungsnotfallhilfe auch in Berlin so ein bisschen umdenken, also was ich vorhin so problematisiert habe mit der Wohnfähigkeit. Ja? Also diese normative Setzung, alle können machen in ihren Wohnungen, was sie wollen. Alle können trinken so viel, wie sie wollen. Ich kann Vorgesetzte benennen aus meiner Zeit in der Behörde, wo jemand ganz klar mein Vorgesetzter war, der war schwerster Alkoholiker, der hat um 12 Uhr die Rotweinflasche auf den Tisch gestellt und gesagt, wer trinkt mit? Aber der hat einen coolen Job gemacht und der hat seine Miete bezahlt und deswegen hat er eine Wohnung gehabt und ist dann nicht rausgeflogen. Von wohnungslosen Menschen erwarten wir, dass sie ihr Frühstücksgeschirr morgens sofort abwaschen, weil sonst denkt man, ob das mit der Wohnfähigkeit so klappt.
Und deswegen denke ich, beides muss gedacht werden. Also dieser Ansatz, nicht das Sozialamt bestimmt, wer hier in das Projekt aufgenommen wird, weil das ist gerade der Ansatz, den wir in Berlin haben. Die Leute melden sich in den Projekten und die werden in dem einen Projekt nur nach Warteliste aufgenommen. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Und die anderen sagen, wir gucken nach Dringlichkeit, wer aktuell auf der Straße ist, hat Vorrang. Aber dazwischen gefädelt werden auch andere, die in irgendwelchen Notunterkünften oder in ordnungsrechtlicher Unterbringung sind. Also wir brauchen, glaube ich, beides. Wir brauchen, es gibt ja ganz viele Modellprojekte und auch nicht mehr als Modell geplante Projekte Housing First auch in anderen Städten. Ich bin gerade ein bisschen auf Tingeltour. Freiburg plant, Hamburg plant, Hannover hat schon beschlossen. Also ich glaube, das ist das eine, was wir brauchen. Und das andere ist halt dieser Paradigmenwechsel, der sich hinter diesem Prinzip Housing First versteckt. Warum sollen Wohnungslose eigentlich gesellschaftliche Normen erfüllen, die an niemand anderes gestellt werden, bloß weil sie keine Wohnung haben? So, und das ist das, was vielleicht jetzt so dieser Vergleich ist unserer doch sehr unterschiedlichen Darstellung hier. Denn wie gesagt, Berlin hat natürlich auch ein ganz ausgefeiltes System. Wir haben auch 24/7 Einrichtungen in der Pandemie. Wir haben ein sehr ausgefeiltes Hilfesystem nach § 67. Und es gibt Menschen, die passen da viel besser rein als in Housing First, die von sich nämlich sagen, wir brauchen Tritt in den Hintern. Wir brauchen jemanden, der uns ein bisschen an uns zerrt, sonst kriegen wir den Hintern nicht hoch. Wir brauchen diesen Druck. Und andere sagen, wegen dieses Drucks bin ich aus dem Hilfesystem rausgeflogen und wieder auf der Straße gelandet. Und ich glaube, das in München macht das auch ganz gut, finde ich. Ich kenne ja auch ein bisschen das Münchner Hilfesystem. Und das ist, glaube ich, dieses Prinzip, Wohnen ist ein Menschenrecht. Und wenn man aber nicht genug Wohnungen hat, und vielleicht der Satz noch, Sie haben ja gesagt, das kann ja immer nur so ein Nischenprojekt sein, weil wir einen schwierigen Wohnungsmarkt haben, den haben wir in München und in Berlin. Aber Beispiel Finnland, immer strapaziert, aber Finnland hat gesagt, die nationale Strategie ist, Menschen bekommen Wohnraum und keine Unterbringung. Und die machen das seit den 80er Jahren, dass sie Wohnungsnotfallhilfe verbessern, dass sie Gelder dafür ausgeben. Sie haben eine Stiftung gegründet, wo Wohnungsbaugesellschaften, der Staat, Kommunen einzahlen. Also natürlich muss die Politik Geld in die Hand nehmen und sie muss Voraussetzungen schaffen, bundesweit und regional, dass Menschen auch Wohnraum bezahlen können, dass es Quoten gibt, wo wohnungslose Menschen, Hartz-IV-Empfänger und so weiter, dann eben auch vermittelt werden müssen. Dass bei jeder öffentlichen Förderung, bei jeder Baugenehmigung muss so etwas sozusagen reingeschrieben werden. Und dann kommen wir nämlich auch zu diesem allgemeinen Prinzip Housing First. Wohnen ist ein Menschenrecht. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich hoffe, ich habe die Fragen auch beantwortet.